Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Ready. Ja, wir ernten mal kurz hier den Mais. Ein bisschen Mais. Nein, ich will keine Selfies machen. Es scheint mir nicht die richtige Uhrzeit, um Selfies zu machen. Also zum Beispiel würde ich jetzt persönlich gerade keine Selfies machen, weil ich fertig aussehe. Ich habe, glaube ich, einen Mückenstich jetzt. Oh. Was für ein Schmarrn schon wieder. Genau, ich wollte eigentlich eine Kiste machen, da wo wir mal das ganze Zeug reintun von der anderen Insel. Damit wir das nicht mit uns rumtragen. Schauen wir mal, ob wir uns das inzwischen leisten können, eine andere Kiste herzustellen. Ja, eine kleine Truhe. Passt. Möbel. Drehen. Lager öffnen. So, das kommt rüber. Okay, das kommt rüber. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Rüber, rüber, rüber. Okay, das kommt zu einem anderen Zeitpunkt aber nur noch. Okay. Gut. Obwohl, die folgt mir. Vanellope können wir mal Hallo sagen. Na. Dann kümmern wir uns mal um unsere Tomaten, dass wir ein bisschen Money haben. Wie gesagt, ich will gerne Remis Restaurant ausbauen. Braucht halt leider Geld hin. Ja. Ursula könnten wir mal suchen. Ach, die pennt. Wie kann man um 3 Uhr nachts pennen? So, Gartenarbeit abgestuft. Geil. 3 Uhr nachts und die schläft das wirklich. Ich will mich an ihrer Stelle sehr schämen. Haben wir da nicht letztes Mal alles umgegraben, dass wir da jetzt halt eben größeres Feld machen können? Können wir jetzt schnell nochmal umgraben? Ich glaube, das ist weggegangen. Dass wir ein 84er Feld hier machen können. Einmal das hier und. Einmal schön alles gießen und. Oh, die Tomaten sind ja auch gleich reif. Okay. Machen wir jetzt trotzdem schon unsere Spur? Ich glaube schon. Dass wir es dann in Zukunft schöner haben. Dass jetzt gerade auch alles sehr unregelmäßig fertig wird. So. Einmal alles umgraben. So, ein paar Kieselchen. Dann ernten wir mal. Ach ja, da fährt er hinterher, der kleine Wally. Ganz süß und niedlich. Oh Gott. Ich muss den Dingern hinterher rennen, die nach da hinten geflogen sind. Ja gut, das war nicht so erfolgreich. Aber 2 oder so haben wir aufgehoben. Da macht sie auch, glaube ich, die Menge mehr. Weil der Preis für die Einzelnen sind jetzt nicht so hoch. Deswegen. Golden ist ja cool. Gold. Ich sag gerade auch, ein Golden ist ja cool und es kommt Gold. Nice. So.
Dann machen wir jetzt noch die letzten zwei rein. Dann gehen wir schön verkaufen. Dann können wir weiterschauen. Hier sind auf jeden Fall ein paar neue Stacheln da. Können wir auf jeden Fall auch noch empfehlen. Jetzt können wir dann mal schauen, ob irgendjemand anders beim Essen ist, weil Stundenwechsel jetzt hat. Gleich ist. Ist dann 3. Einmal alles einsammeln. Verkaufen. Dieses Dorf riecht nach Magie. So, dann einmal Tomaten verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen und noch den Mais. Und jetzt brauchen wir 84. Und wir können uns dann echt den Ausbau von Remis Restaurant leisten. So, dann pflanzen wir mal eine Runde wieder an. Ah, da geht jetzt die Energie schön nach unten. Müssen wir gleich essen. So. Aber ich glaube, dass wir jetzt halt echt nur noch die Folge machen. Dann hören wir heute trotzdem auf mit dem Stream, weil ich bin irgendwie gerade geistig am Ende. Mir ist sehr warm. Ich schwitze. Morgen ist ja auch noch ein Tag, dann machen wir halt morgen keinen Zelda, sondern machen nur Disney Dreamlight Valley. So, oh, wie ist gerade so warm. Na gut, dann schauen wir, dass wir das jetzt noch machen. Dann bauen wir schnell Remis Restaurant noch aus. Ja. Vielleicht ist dann irgendwie noch Essen. Haben wir so zum Abschluss noch schon eine Dreiviertelstunde Disney Dreamlight Valley gespielt. Das ist auch in Ordnung. Dann spielen wir halt 6 Stunden und nach 6 Stunden ist irgendwie, glaube ich, verständlich, dass ich nicht unbedingt mehr kann. Also ich finde immer so, ab 4 Stunden wird es kritisch. Da merke ich dann immer, dass meine Kräfte nachlassen. Und wenn es jetzt wie jetzt noch länger ist, merke ich das schon sehr. Und vor allem, wenn es halt 3 Uhr nachts ist, also. Ja, dann lüfte ich jetzt, dann lade ich das Ganze noch hoch. Dann gehe ich schlafen. Das hört sich, glaube ich, nach dem Plan an. So. Okay, Eve fliegt jetzt auch durch unser Biom hier, okay. Vielleicht gibt es ja hier noch dann eine Liebesgeschichte zwischen Eve und Wally. Wäre ja cool. So, einmal schön gießen. Oh Gott, ich muss gleich wieder essen. Ein Himbeerchen noch schnell rein snacken. Oh, Wally ist nochmal hochgestiegen. Der ist vorhin erst hochgestiegen und jetzt nochmal. Und wir kriegen 1000, heißt das. Ha. Was? Und ich steig hoch. Cool, Level 22. So, alle steigen hier hoch. Dann gehe ich mal nach da hinten und mache ein paar Nachtdornen weg und hole die Kiste noch schnell. So, ein Maisam. Dorf schön ordentlich halten.
So, dann schauen wir nach oben. Äpfel kann man mitnehmen. Ah, cool. Das ist gut, dass wir zurzeit so oft hochsteigen. Also, dass wir so viele Punkte hier haben. Weil die brauchen wir früher oder später eh. So, ja, natürlich möchte ich das ausbauen. Remy kriegt ein besseres Restaurant. Das schulden wir ihnen, weil er uns immer so gut abzieht. Aber eine Erweiterung gibt es dann noch, okay. Dann gibt es aber hier im Dorf. Cool. Okay, nur Mickey ist am Essen. Minnie läuft hier durch die Gegend, aber naja. Zu Daisy könnten wir gehen und mit ihr einfach reden, ne? Dass sie uns vielleicht auch mal hochsteigt. Das wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Schauen wir einfach mal zu Daisy. Ja, ich dachte, ich war gerade daheim. Daisy. Einfach abhauen. Geht gar nicht. Ah, okay, gerade hier. Du bist genau die Szene. Hast was am Herzen? Schön, ja, Donald hat bestimmt dieselben Interessen wie du. Ah, wir können noch Wallys Feld abernten. Das ist dann das nächste, was wir sehr dringend ausbauen werden, wenn wir der Remy fertig haben. Da kriegt man halt immer genau die Zutaten, die man halt braucht fürs Kochen. Wir kochen ja sehr oft. Und es sind ein paar Baumdinger. Stöcke. Stöcke war das richtige Wort. Baumdinger. AKA Stöcke. So. Räumen wir mal schön auf, dass wir nicht den ganzen Schmarrn hier noch drum tragen. Okay. Können wir noch den einen Samen vor unserer Tür ansehen? Ich finde es schade, dass gerade nur Mickey sich denkt, er könnte was um diese Uhrzeit essen. Jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt für so einen Cheeseburger und so. Ah doch, da ist noch jemand essen. Mirabelle. Nice. Ich kenne die alte eh nicht leider und dann können wir sie einfach mal bekochen. Ich hoffe, die hat jetzt irgendwas, was wir machen können. Wieder so eine Pizza oder so. Mal schauen. Ein Erdnussbutter-Sandwich. Ich brauche auf jeden Fall Erdnüsse. Ein Erdnussbutter-Sandwich. Ist jetzt nicht das komplizierteste Essen, aber ja, ein bisschen Freundschaft soll es geben. Aha. Was ist los? Ich habe deine Bestellung. Schön. Und Level 8 erreicht. Sehr nice. Gracias. Stufe 8. Die freut sich irgendwie so und öffnet dabei nicht im Mund. Das macht mir Angst. Hola. Wie sind deine Eltern so? Reden wir mal so ein bisschen. Na du. Und Schuhe. Den können wir auch mal reden. Aber haben wir jetzt nicht alle? Nein, wir brauchen noch eine Person zum Bedienen. Achso, Richtung des Vertrauens. Ja. Level 2. Ja, ja. Schauen wir, dass wir noch Remy hochkriegen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz zum Dagobert, ob der noch irgendwie was Neues zum Kaufen hat, was nicht total furchtbar aussieht. Also wir haben eh kein Geld, aber schauen wir einfach mal.
Nein. Allein die Preise, 12.000 für wie viel kostet es? 1.500, okay, das geht ja noch. Also man wird wie üblich hier abgezogen. Wer hätte es erwartet? Okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Disney Dreamlight Valley. Bis dahin. Bye.